Das politische Ende der Linksfraktion im Bundestag ist nach Einschätzung ihres bisherigen Vorsitzenden Dietmar Bartsch eine Zäsur für die Linke in Deutschland und Europa. Das Ende der Linksfraktion im Bundestag ist eine herbe Niederlage für uns, sagte Bartsch in der Mittwochsausgabe der Rheinischen Post. Die Fraktion ist seit Mitternacht politisch Geschichte. Ihr eigener Beschluss zur Auflösung wurde um 0 Uhr in der Nacht zum Mittwoch wirksam. Hintergrund ist der Austritt von Sarah Wagenknecht und 9 weiteren Abgeordneten aus der Partei. Die 54-Jährige war im Oktober aus der Linken ausgetreten und will im Januar ihre eigene Partei gründen. Die ehemaligen Fraktionsmitglieder wollen sich in 2 unterschiedlichen Gruppen im Bundestag neu formieren. Einerseits die verbliebenen 28 Abgeordneten der Linken und die 10 Abgeordneten des Bündnis Sarah Wagenknecht andererseits. Die Linke hat dies beim Bundestag schon beantragt, die Gruppe um Wagenknecht will es nächste Woche tun.